Ja, lieber Präsident Erwin Zangerl, geschätzte Landesrätin, Landtagsabgeordnete, liebe Freunde. Ja, ich bin heute sehr gerne da, zum ersten Mal, um ein gutes neues Jahr zu sagen. Und zum zweiten, ja, der Wahlkampfauftakt, wie wir das schon gehört haben. Das ist mir eine Ehre und eine Freude, heute da dabei zu sein. Und es ist etwas Besonderes, wenn wieder diese Wahlbewegung losgeht. Es ist der Saal voll und ich spüre, Erwin, es ist eine exzellente Stimmung. Es hat aber damit zu tun, dass man einfach 5 Jahre eng und gut zusammengearbeitet hat. So eine Stimmung kann man nicht bestellen. Aber wenn man reingeht, dann spürt man sofort, da knistert es, man versteht sich, man hat ein gemeinsames Ziel. Ich habe gehört, es sind 124 Kandidatinnen und Kandidaten, die meisten ehrenamtlich, die diese Tätigkeit machen. Und wenn die alle Bezirksteams, die 9 Bezirksteams, die hervorragend aufgestellt sind, unterwegs sind, dort ist eine Bewegung im Land Tirol spürbar. Eine Bewegung, die wir aber nicht nur jetzt in der Wahlbewegung haben, sondern in den letzten 5 Jahren der Fall war. Denn die eigentliche Arbeit für eine Wahl passiert während der gesamten Legislaturperiode. Jetzt geht es nur mehr darum, dass das Sahnehäubchen draufgegeben werden muss. Und das ist jetzt in diesem Intensivwahlkampf, wo knackig Wahl gekämpft wird, jetzt der Fall. Lieber Erwin, die Medien verfolge ich ja sehr. Und jetzt einmal habe ich lachen müssen, wie es geheißen hat, alle gegen einen. Dann habe ich gedacht, ja, irgendwo kommt mir das bekannt vor. Mir ist es ebenfalls gut gegangen, aber ich muss sagen, ich habe mich wirklich vogelwild gefühlt dabei. Gell? Ich habe mich also wirklich sehr gut gefühlt dabei, weil es einfach eigentlich eine Auszeichnung ist, wenn man hier einen den Respekt bekommt, wo die anderen sagen, das ist unser einziger Gegner. Und du hast uns bei der Landtagswahl und euch möchte das ebenfalls sagen, herzlich danken, ihr habt uns wahnsinnig unterstützt bei der Landtagswahl und wir wollen das natürlich jetzt auch bei der AK-Wahl tun, weil die Voraussetzungen dafür sind aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Und lieber Erwin, du bist ja kein Einfacher. Ist ja nicht so, dass es immer all so lupenrein geht. Der Erwin sagt immer, was er sich denkt, aber er ist nie unfair. Und schaut natürlich, dass er die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertritt. Und das macht er mit einer Vehemenz, wie ich das eigentlich noch nie so wahrgenommen habe. Mit einer Leidenschaft, wo er einfach sagt, Leute, das geht nicht. Wir müssen die Dinge anders machen. Und ich glaube, das ist wichtig in einem Land. Das heißt, diejenigen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mehreren sind, wie du immer sagst, dass die eine ordentliche, ausgezeichnete Interessensvertretung haben. Und das ist mit der AAB-FCG-Fraktion in der Arbeiterkammer auf alle Fälle gegeben. Denn bei der Partei steht zuerst das Volk und dann kommt die Partei und das spüre ich bei dir immer wieder und das muss auf alle Fälle Platz haben und wir haben da eine intensive Partnerschaft, für die ich mich sehr herzlich bedanken möchte, Erwin. Und vor 5 Jahren hat es einmal geheißen, ja, der Erwin ist der Schatten für irgendjemand. Er hat gar alle in den Schatten gestellt. Das war bei der Wahl. Das war bei der Wahl vor 5 Jahren der Fall. Und jetzt diese intensiven 5 Jahre, wo ihr gearbeitet habt, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen, das war eine großartige Angelegenheit. Und ich möchte euch als Landeshauptmann von Tirol für diese Arbeit sehr herzlich danken, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut vertreten werden. Und das brauchen wir auch in der Zukunft so. Deshalb wünsche ich mir, dass wir jetzt mit diesem starken Team, mit allen Kandidatinnen und Kandidaten an der Spitze, mit dem Präsidenten, es sind Betriebsräte da, die Kandidatinnen und Kandidaten sind, Bürgermeister habe ich gesehen, sind Kandidaten, Landtagsabgeordneter, Heinz Respektvolles, grüß Gott, also und an der Spitze mit dem Präsidenten, dass ihr jetzt in diesen letzten Wochen voll unterwegs seid. Ich sage euch, so ein Wahlkampf ist etwas Hervorragendes.
Ich habe schon beinahe Entzugserscheinungen. Obwohl letztes Jahr sich einiges abgespielt hat, deshalb werde ich mich natürlich auch da oder dort beteiligen, weil es ist einfach schön, wenn man so motivierte Leute da hat, wie es heute der Fall ist. Mit euch allen, die einfach drauf brennen, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Und dass einfach diese Bewegung, die in diesen 5 Jahren waren, in diesen letzten Wochen so intensiv der Fall sein wird, dass ihr unterwegs seid, dass wir dann am Wahlabend ein hervorragendes Ergebnis haben für die AB-FCG-Fraktion in der Arbeiterkammer. Denn wenn dieses Ergebnis sehr gut ist, dann geht es schlussendlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut. Und wenn ich mir den Mitbewerber anschaue, Erwin, das ist nicht respektlos, was ich jetzt sage. Ich kenne keinen. Ich kenne sie nicht. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Drohne jammert, dass du ein Rat hast. Vielleicht, weil du da draußen so plakatiert bist mit dem Rat. Vielleicht meinen sie das nicht. Aber sie haben nichts und ich kenne die Leute nicht. Aber umso mehr muss man schon aufpassen bei einer Wahlbewegung, dass man meint, es ist alles schon gelaufen. Nichts ist gelaufen. Man muss bis zum Schluss kämpfen und da seid ihr exzellent aufgestellt. Die Tanja, die das ja perfekt macht, euch dann tagtäglich auch motiviert mit den vielen Mithelferinnen und Mithelfern, bin ich der Überzeugung, dass ihr einen exzellenten Wahlkampf machen wird, einen knackigen Wahlkampf mit dem Interesse zu siegen, zu gewinnen, im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und im Interesse unseres Landes Tirol. Lieber Präsident, ich wünsche euch für die nächsten Wochen alles Gute.